Schön. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ist auch egal. Wir müssen die Zeit überbrücken, weil Victor ist schon wieder Pipi machen. Genau. Ach so, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Normalerweise spielen wir genauso wie jetzt auch. Aber man kriegt nicht so viel mit. Aber wir können das jetzt einfach virtuell mit dem Kopf neu gestalten. Ist auch gut für die Halsmuskulatur, meine Damen und Herren. Wir machen einfach einen virtuellen Moshpit im Sitzen. Und dafür lassen wir einfach den Kopf so kreisen. Wenn man gegen den Nachbarskopf anditscht, ist das nicht schlimm. Das ist fast wie ein echten Moshpit. Natürlich Hallo sagen. Und um die Köpfe zu schützen, kann man zum Beispiel auch mal gut die Ellenbogen zum Schutz nehmen. Und so ein bisschen, genau. Aber es ist immer noch ein Moshpit der Liebe, meine Damen und Herren. Deswegen feiert nicht von der Bierbank. Danke übrigens an diesen wunderschönen Club Zack, meine Damen und Herren, und für die Veranstalter, dass sie das hier möglich gemacht haben. Danke für die leckere Verpflegung und danke natürlich Dr. Andreas Scheinberger. Hey, bleib doch mal hier, du. Guck mal. Dieser wunderschöne Mann ist tatsächlich leider schon vergeben. Und seit wie vielen Jahren bist du Liedfeld-Fan? Seit einem halben. Wir waren lange Mitbewohner und er musste das jeden Tag hören. 6 Uhr morgens, CD-Wecker gestellt, Kopf und Album. Richtig geil. Das hat geklatscht, ne? So, meine Damen und Herren. Und dieses Lied hab ich für Dr. Andreas Scheinberger, den Eiermann, geschrieben. Übrigens, er trägt unser Merch auf die Wagen. Das ist jetzt nicht Doppelding. Das hier kann man sich auch kaufen. Also großartig. Schmeckt alle Bilder, der Geist meiner Kindheit zeigt.
gut. Ich hoffe, ihr habt euch nicht wehgetan. Ja. Also, ich muss schon sagen, so können wir das eigentlich immer machen. Mit Abstand. Wir haben jetzt noch ein paar Tourtermine, ne? Ja, wir sind noch in Köln. Wir sind noch in Köln. Wir können noch vorbeikommen. Das soll man in Düsseldorf nicht sagen. Wieso?